Hallo meine Lieben, ich bin ungeschminkt, ich sehe jetzt gerade nicht sonderlich toll aus, aber es wurde sich gewünscht, dass ich am Anfang jedes Videos mich kurz zeige. Meine Make-up Revolution Bestellung ist da. Da-da! Ich habe wieder bei Make-up Revolution auf der Seite bestellt, aus dem Grund, dass es bei Cosmetic for Less nicht alle Sachen gab. Ich hoffe, der Hintergrund ist nicht allzu chaotisch, ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Es hat 1,5 Wochen ungefähr gebraucht und wir fangen einfach mal an. Und so sieht das dann aus. Die Preise schreibe ich euch wieder in die Infobox. Ja, ich habe jetzt gerade meine Nägel auch neu gemacht. Ich hoffe, dass ich sie mir jetzt nicht zerstöre. So. Und ich hoffe, ihr seid nicht so geschockt von meinem Ungeschminkten selbst. Aber es ist Wochenende. Ich hatte jetzt keine Lust, mich extra zu schminken für 2 Sekunden. So. Wir packen das aus. Auf den ersten Blick sieht erstmal alles so aus, als wäre es nicht kaputt gegangen. Ach, das ist sehr schön. Guckt mal, ich habe ein Goodie bekommen. Und zwar ist es der Isle of Makeup The Wow Gloss Wham. Und das ist ein Tester, steht hier drauf. Werde ich euch nachher mal swatchen. Ja, finde ich ja eigentlich eine coole Sache. Hätte ich jetzt irgendwie gar nicht damit gerechnet. Ich habe mir diverse Lidschatten bestellt. Als allererstes habe ich mir diese Farbe bestellt. Das ist die Farbe In the Deep und ist ein wunderschönes Blau. Jetzt mal gucken, wie diese Dinge aufgehen. Ah, hier kann man so. Ah, die sind noch versiegelt. Ah, oh, super mit frisch lackierten Nägeln. Ich mache das eben. So, und die kann man dann eben so aufmachen. Und das ist so ein schönes Blau. Ich habe das bei Instagram gesehen und hatte mich sofort verliebt. Ich werde hier natürlich auch swatchen, aber das mache ich am Ende. Ich zeige euch jetzt erstmal die ganzen Produkte. Dann habe ich mir hier die Scandalous Eye Collection gekauft. Und zwar sind das diese Neon-Lidschatten von Make-up Revolution. Und die gab es eben leider nicht vollständig bei Cosmetic for Less. Aber ursprünglich habe ich eben nur wegen diesen Farben bestellen wollen. Und ja, darum habe ich eben dann bei Make-up Revolution bestellt. So, ich packe die mal eben aus. Und die sind alle auch nochmal einzeln versiegelt. Das heißt, ich werde die jetzt alle erstmal entsiegeln müssen. Sagt man das überhaupt so? Und dann zeige ich sie euch natürlich noch im genaueren. Als erstes haben wir Pink Is It. Ist ein Neon-Pink. Ich weiß nicht, ob die Farbe jetzt so rauskommt. Das ist wirklich knallig. Und dann haben wir Rave All Night. Ist ein Lila. Ne, falsche Seite. So. Dann habe ich Go. Go ist ein Neongrün. Wahnsinn, oder? Dann Get Ready. Und Get Ready ist ein Neonorange. Ich habe ein bisschen Angst immer noch mit meinen Nägeln. Eigentlich gehen die nicht schwer auf. Ach, die sind alle richtig schön knallig. Und dann haben wir noch Acid. Und Acid ist eben ein Neongrün, gelb. Ja, das sind die Farben. Ich glaube, sie könnt ihr jetzt so nicht sehen, weil das Licht hier so rein scheint. Also das Neon. Aber ich finde sie wirklich toll. Und ich habe eben auch Fotos im Internet gesehen und die Pigmentierung war da auch gar nicht schlecht. Wir werden das aber alles natürlich noch nachher swatchen. So, als nächstes habe ich mir hier einen Eye Primer bestellt. Und zwar soll der aufhellen. Der ist auch versiegelt. Das mache ich mir eben auf. So, der sieht dann so aus. Ich werde den auf jeden Fall dann gleich mal ausprobieren in Verbindung mit den Lidschatten. Ja, also so sieht der eigentlich recht dunkel aus, aber hier steht Focus and Fix Eye Primer Brighten. Ja, ich bin sehr gespannt. Und dann habe ich mir noch 2 von diesen Cervation Velvet Lip Lackern bestellt. Und zwar ist das hier erstmal die Farbe Keep Crying for You. Und die werde ich euch jetzt auch schon swatchen. Also das ist eine richtig tolle Farbe. Und das ist Keep Trying for You. Und das ist eben ein Rot. Und die trocknen eben so ein bisschen matt. Und ja, ich fand die beiden Farben einfach unglaublich toll. Also die haben da noch viel mehr andere Farben von. Viel mehr andere Farben. Korall und weiß ich nicht was alles. Die sind richtig, richtig schön. Und ja, ihr seht, die Farben sind auch richtig toll. Ich werde jetzt einmal meine Hand sauber machen und dann werden wir mal die Lidschatten swatchen. So, ich habe mir jetzt die Eyeshadow Base schon aufgegeben. Ich weiß nicht, ob ihr davon was sehen könnt. So, ich habe jetzt die Neonfarben geswatcht. Die sehen auf der Hand so aus. Vor allem das Gelb beispielsweise.
Könnte stärker pigmentiert sein. Ich habe mir aber gedacht, vielleicht kann man da ja einfach eine weiße Base mal drunter machen. Ganz toll finde ich das Orange und das Pink und das Grün ist eigentlich auch ganz gut. Ja, also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass die super krass pigmentiert sind. Aber für den Preis, ich glaube, die haben zusammen 5 Euro gekostet oder so. Ja, aber wie gesagt, ich werde das nochmal mit einer weißen Base dann ausprobieren und ich glaube, man kann damit schon einiges machen. Ja, das waren die Neon-Lidschatten. Noch in the Deep swatchen. Das jetzt ohne Base, aber der ist richtig toll, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war meine Make-up Revolution Bestellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Wir hatten ja noch diesen The Wow Gloss. Ich finde den ein bisschen schwierig aufzutragen, so, aber gut. Ah, und das war viel zu viel. Also, wir tun jetzt einfach mal so, als hätte ich so eine große Lippe. Also muss man auf jeden Fall mit einem Lippenpinsel auftragen. Ist eine ganz schöne Farbe. Ich glaube aber, dass sie bei mir zu hell wäre. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es die so zu kaufen? In, na, wahrscheinlich nicht so, sondern eher auch in dieser Form, ne? Ja, das war es aber wirklich und bis bald. Tschüss.